Willkommen wieder zu Way Out. Danke, dass du mich meinen Toast heute gelassen essen. Ja, bitte. Du Spasti, kattest ja nicht. Ja, das ist richtig. Übrigens auch in der letzten Folge habe ich gut geschossen, ne? Müsst ihr nicht gucken, könnt ihr mir einfach so glauben. Mhm. Alter, zieht sie sich jetzt eine Bong rein? Ja, ne, sieht nach einer Bong aus. Keine Ahnung, ich kenne mich nicht mit Drogen aus. Die sind haram. Das stimmt. Hey, it's me. I got some information about Leo. Okay, you know where he is? I just met him. Give me his location. Sure, but it's gonna cost you. Don't worry about that. Just tell me where he is. Got it. Good job. Talk to you later. Da kriegt der Begriff 31er doch ganz neue Dimensionen. Harvey! Erstmal Geld von uns kassieren und jetzt immer von dem. Good. Make sure we put our best guy on this. I want him dead. You got it? Yes, boss. Schönes Haus. Ja. Fast so schön wie meine Minecraft-Villa. Aber nur fast. Du meinst eher meine aus wie Loaded 1? Ja. Das Gute ist aber, die Schwarze hat nicht verraten, dass wir zu zweit sind. Auch wieder wahr. Pressen! Das fällt gleich einfach raus. So flupp. Es sei denn, sie hat eine Totgeburt. Dann kommt's noch einfacher raus. Jetzt sag doch mal deine Adresse. Wie sollen die denn zu dir kommen ohne? Ja, Altschauerberg 891448 Emskirchen. Dass du das auswendig weißt, Mann. Hey, can you stop by that phone booth over there? Are you sure you can get us a plane? I sure hope so. Yeah, me too, man. I don't want to walk to Mexico. Alter, gucken wir uns jetzt den Film an. Das wäre cool. The Calm Before the Storm. Well, there's your phone. Yep. I'll look around. Make sure to get us that plane. Dann sieh dich mal um. Alles machen kann. Kann ich hier die Treppe runtergehen? Vincent has to make the call before we can leave. Haha. Dann telefoniere ich mal, ne? Oh, ich hab kein Kleingeld. Ich rede einfach mit random Leuten, die hier sind. Das ist immer so bescheuert. Muss ich jetzt in einem Scheißmüll einmal nach Kleingeld schnorren? Da ist irgendwo ein Penner, den konntest du fragen. Da. Bisschen Kleingeld. Yeah, I do mind. Just like your girlfriend here did when you were flirting with another girl. At least someone understands me. Okay, okay. Look, I'm sorry. I'm not the one you should apologize to. Fine, all right, I'm sorry. Say it like you mean it. No, I'm really, really sorry. I don't believe you. Fuck. Ah, ich weiß nicht, ob ich direkt den nach... Ich glaube, das kommt nicht gut, wenn ich den direkt nach Kleingeld anschnorre. Kannst du den nicht beklauen? Bis jetzt konnte ich nur mit dem reden. Oh. I can't say, but let me put it to you this way. I've seen my fair share of men getting
I know how you feel. Yeah, you think so? I sincerely doubt it. Get out of here, man. Ich glaube, sie hat dich gesehen. Well, hello there, handsome. You're talking to a married man. Just my luck. Nice to see someone who's passionate about their work. What do you mean? I'm not working. You're not? No, I'm just hanging out. All right then. I'll leave you alone. Good luck with the hanging out. Thanks. Is she making a big mistake? Yes, of course she is. No, you slept with my best friend. Oh. Is that true? Yes, but it was a long time ago. It was terrible. I mean, she was frigid. Sorry, you're on your own. Oh, thanks a lot. Und jetzt gib mir Klein. Jesus, man. You're a mess. What do you want, man? Just leave me alone. Hast du es direkt oder indirekt gemacht? Indirekt. Ah, ich kann es gar nicht direkt seriously, machen. You look like shit. Anything I can do for you? Yeah. Hey, man, are you deaf or something? Just leave me the fuck alone so I can sleep. I can do that. Irgendwelche Empfehlungen? So what are you waiting for? Get lost. Hey, ich will den beklauen, ich sehe doch die zwei Mönchen. Alter, der will mir heiße Männermagazine geben. Give me some cigarettes. Filtered. Sure. Mann. Ich wollte lieber die Magazine. Ich will das Ding rein. Hey, jetzt hast du so. Dem Geld gegeben, damit du... Was? Ja, ich hab ja Kleingeld gebraucht. Ach so. Ah, die bricht immer noch ein. Ich guck mal, was ich da machen kann. Haha. Erwischt. It's a nice night, right? It sure is. This is not what it looks like. Soll ich ihr helfen? Ja, mach mal. It's tremendous. Ach, ich mach's so. Ich seh gar nichts. Good, because it isn't. No, you're just hanging around. Yeah, that's right. Just hanging Alter. Around. So, have a good night. Hast dagegen getreten? Dagegen getreten und Licht gemacht. Okay, ich konnte dir leider nicht helfen. Dann gehen wir jetzt mal telefonieren. Hey, what do you charge for a pack of smokes here? Same as everywhere else. It's 36 cents. 36 cents. Was? Alter. 36 cents for a lousy pack of smokes? Are you serious? Und der beschwert sich noch, Winkel. Alter. Been around. Just haven't been buying any cigarettes, that's all. Well, are you gonna buy something or what? Nah, nee. 36 Cent wäre doch ein Traum. Hey. Für Raucher, ich bin kein Raucher. Ja, Rauchen ist Haram. Und ekelerregend. Das stimmt. Und wer raucht, für dich, sondern auch für die Mitmenschen. Und wer raucht, ist eine eklige Person. Okay. Und heißt Rainer Winkler und sitzt in einem schimmligen Altschauer. Der raucht nicht, der pafft. Ihr sagt doch immer, ich paffe. Also, ich rauch doch gar nicht. Ihr Hater, entscheidet euch mal. Okay, okay. Aber es wird nicht geredet bei Zwischensequenzen. Wird's auch nicht. Wurd's auch noch nie. Did you get us a plane? Yeah. Yeah, I did. But I need to go. What? What are you talking about? You okay? I'm fine. But I need to be somewhere else right now. Hey, you can't just walk away. I'm not walking away. But something happened and I need to be there. All right? Vincent. We've come too far to back down now. You need to talk to me. Tell me what's going on in your head. Talk to me. I can't talk about it. Warum sagt er denn nicht einfach, dass seine Frau gerade ein kleines Eklon auswirft? Oh. John Wick. Oh, das ist wirklich John Wick. Okay. Fine. It's my wife. She's oh, shit. Was ist das denn für ein Killer schon wieder? Ach Mensch, Entwickler. Oh mein Gott, das ist wieder so eine Fluchtszene, glaube ich. Okay. Ah ne, wir haben ja Waffen.
Ah, ne, haben wir nicht. Naja, schade, so viel dazu. Oh mein Gott, ich hasse dieses oben und unten. Oh, ich bin oben. Ja. Okay. Da. Auf. Das ist doch eh alles zu. Ich hab's aus Versehen zugemacht. Oh. Schnell, schnell, schnell. This should buy us some time. We gotta get out of here. Warum läuft der so langsam? Was ist das für ein Killer? Das ist gut für den Film. Okay, Ja, gut, dass du nicht sprintest. Ich sprinte? Na, ich meine meinen. Achso. Ah. Warte, Mann! Geh hoch, geh hoch, geh hoch! Boah. Schnell, 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 okay. Rüber, rüber, rüber. Okay. Dann musst du mir wahrscheinlich hier hochhelfen. Schon. Jawohl. Warum schieben wir das? Nein, das können wir nicht wegschieben. Hier. Mach es auf. Sehr gut. Boah. Die Dramatik erschließt sich mir. Ich frag mich, ob wir da gerade so lange Zeit gehabt hätten. Oder ob der schon vorher hätte reinkommen können. Boah, ich glaube schon. Man hat ja nicht umsonst die andere Szene gesehen, ne? Oh, ich hasse ja, es. Ist diese oben und unten. Okay. Das ist schon komisch so. Aber an sich ist es halt auch geil gemacht. Naja, das stimmt halt. Was ich mich auch das frage... finde ich jetzt gut, dieses links oben unten. Ja. Das hat halt was. Okay, ich frag mich gerade nur, wie viele verkackte Magazine der in seiner Hosentasche hat. Ja, stimmt. So. Könnte. Der hat doch gar nicht geschossen. Du hast mich sterben lassen. Nein, hab ich nicht. Du hättest dich dahinter verstecken müssen. Dann hätte ich's mechanisch bedient. Ich habe auf die falsche Mischung angekommen. Oh Junge! Der Schuss war knapp. Das war alles für die Effekte. Aber ich finde das gut, dass so ein Theater auch so alles offen ist wieder mal. Das entspricht jeglicher Logik auf jeden Fall wieder. We can control the next one from here. Get behind it. Mann! Was passiert? Okay. Siehst du das eben nicht dich geduckt? Oh! Sag ich auch. Shit. Ja, ist das schlimm. Ja, was mache ich jetzt? Ich muss ihn überwältigen. Und? Oh. Tombstone! Ja, warum schleicht er denn noch? Oh! Tombstone! 5-Star Frog Smash! And his name is Leo! Was? Leo Singer? Düb 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 düb! Let him go, you son of a bitch! Oh! Kennen wir ihn? Okay. Wir zerreißen seinen Kopf, Alter. Ja. Der sieht ganz schön alt aus. Ich glaube, John Wick ist nicht mehr so frisch, wie er damals war. Look, I don't know what's going on with you, but we need to finish what we started. Harvey's gonna keep sending guys like this. Yeah, I know. Do you? Then why the hell did you want to leave all of a sudden? Der wollte es dir doch erklären. She's in the hospital. What's the problem? We just had a baby. That's great news. Congrats, man. Sure, it's great. Thanks. You don't seem too happy about it. Trust me, I'm happy. It's just... it's really complicated between me and my wife. Look, complicated or not, you gotta go see a kid. Whatever's going on between you two,
still your kid. I know. You're right. Of course I am. You know I am. Yeah. Look, you got us that plane, didn't you? I did. Here's what we're gonna do. We're gonna go to the hospital, you're gonna see your kid, and then we go get that plane. You with me? No. Yeah. Yeah. I'm with you. Vincent, I need to trust you on this one. You can trust me. All right then. Let's go. Okay, sehr gut. You know, I could tell it was your first kid. You could? Yeah. Back at the hospital, the way you were holding your baby and shit. I mean, sorry about the shit part. I didn't mean it in a bad way, you know. But, yeah. Anyway, it's a great thing watching your kid grow up. Yeah, I can imagine it is. What's wrong, man? What's the problem with you and your wife? Look. Carol is the love of my life. We've always wanted to have a child. We tried for years. Every time we failed, it was like a part of us died. And when it finally happened, that day when we found out, we've never been so happy. Then, everything went to hell. And I ended up in prison.